Hallo, Charlena hat zu Weihnachten dieses Play-Doh-Set bekommen von der Oma. Und jetzt wollen wir mal zeigen, wie cool Kneten ist, weil das ist auch immer gut für die Feinmotorik, für die Sensormotorik, für das Gefühl in den Fingern, ne? Weil Kneten ist nicht nur Spielen, Kneten ist auch Begreifen. Und ja, begreifen. Begreifen, ja. Und ist gut für deine Hände. Ja, und eine Maschine. Und da ist eine Maschine dabei. Und was? Und Spaghetti kann man da machen. Ja, Spaghetti. Das werden wir jetzt gleich mal ausprobieren, ne? Ja. So, wir haben lustige Einzelteile. Die müssen wir jetzt erstmal aufbauen. Und 5 Play-Doh kneten. Und diese Komm. Maschine. Und das da, da kann man mit was ausrädeln, ne? Ja, so. Das gefällt dir? Mhm. Sollen wir jetzt erst und dafür Ravioli zu machen. So, und die Maschine, die baue ich jetzt gerade mal zusammen. Das wird ja nicht so schwer sein, denke ich. Oh, wir haben die Nudelmaschine zusammengebaut, ne? Die kann man oben, mach mal, zeig mal. Kann man so bewegen, hoch und runter, genau. Dann kann man hier, kann man Sachen reindrücken, dass man verschiedene Lebensmittel macht. Und man hat natürlich verschiedene Aufsätze, für was zu machen, für verschiedene Spaghetti. Ja. Yeah. Da fangen wir mal an, ne? Yeah. Was müsst ihr denn als erstes machen? Das da. Was möchtest du zu essen machen? Eine Pizza. Pizza kann man damit nicht machen, das ist für Pasta. Pilze. Pilze willst du machen? Okay, dann machen wir mal Pilze. Charlena möchte jetzt Spaghetti machen. Dann nehmen wir mal diese Farbe. So, dann machen wir die Knete da oben rein. Da. Dann machen wir rein. Oh, nicht so fest pressen. Das wird schon gepresst. Okay. So, jetzt machen wir da eine Schüssel da unten drunter. Nee, die Schüssel erst unten drunter. So, guck mal. Dann. So, und jetzt halt aber die Maschine fest. So, jetzt kannst du den Hebel rumlegen. Was passiert jetzt? Oh, da kommt die Spaghetti! Guck mal! Oh, schon fertig? Nein. Nee, da kommt nichts mehr sonst. Da müssen wir noch ein paar mehr reintun. Warte mal, ich gebe dir noch hol da noch Knete raus. Und machst du noch oben rein. Ja, genau. Okay, Minze. Oh, das ist aber viel zu wenig. Ja, da lernt man auch mal Mengen abzuschätzen. Muss ein bisschen mehr rein. Da auf. Sieht das jetzt aus da drin? Auch relativ sauber. Okay. Ach, guck mal, da ist auch noch was. So. Und hast es. Und nochmal drücken. Oh, da kommen noch Spaghetti. Ja, ist okay. Mehr geht nicht. Oh, ja, jetzt sind alle Spaghetti draußen. So, mach nochmal auf. Gucken wir mal rein. Relativ sauber geblieben. So. Da ist noch ein bisschen Knete drin. Und jetzt hast du da Spaghetti. Guck mal, die kannst du jetzt da vorne abmachen. Oh. Und schon hast du Spaghetti. Willst du damit auch mal andere Nudeln machen? Willst du die Spaghetti wieder reintun und willst da draus andere Nudeln machen? Du willst da Soße reintun. Willst da Soße machen? Ja. Yeah. Okay. Du machst jetzt da ein Fondue. Ja, dann nimm da mal ein bisschen was raus. Wir machen es jetzt ungefüllt, oder? Ein bisschen was rausnehmen. Ja, ich glaube, die Menge ist ganz gut. Und dann? Dann musst du das da rein tun. Und dann? Die Haare nehmen. Und dann zuklappen. Ist das andersrum vielleicht? Dreh's mal rum. Und? Was hast du da jetzt? Schön. Hol sie mal raus und tu sie auf den anderen Teller. Ha? Ha.
schwer. Wird das schwer? Ja. Ja, das ist, das schult halt auch die Feinmotorik. Ich habe gerade entdeckt, dass auch auf den Rückseiten der Teller immer noch mal was zum Ausformen ist. Sehr cool. Und jetzt möchtest du was ausrollen? Ja. Jetzt, ja. Kannst du einen Pilz machen, hast du gesagt, ne? Ja. So lege ich. So, ja. Und du willst auch mal was abrädeln. Jetzt kannst du mal ein bisschen ein Stück davon abrädeln. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo hier der Pilz ist. Hier ist kein Pilz. Hier ist auch kein Pilz. Doch, hier ist der Pilz. Ich bin blind. So, mal gucken, ob das funktioniert, wenn du hier in diese Form was reinsteckst. Ja, mach mal das da rein. Du musst so rein. Ja, mach mal rein. Nur in den Pilz, ne? Helfen? Dann probieren wir es. Oh. Ein Klumpen am Pilz? Ja, so bitte. Guck mal, da hast du schon weiß dran. Weiße Knete. Wo haben wir die jetzt uns aufgefangen? Und die? Ja, ich bin, wir probieren es gleich nochmal. Lina macht Hackbällchen, ja? Ja. Und den Pilz haben wir auch hingekriegt hier. Da. Hier sind auch mal. Hast auch ein Hackbällchen gemacht? Machst noch mehr? Für die Augen-Hand-Koordination, für die Feinmotorik. Ja, die werden immer größer, die Hackbällchen. Ja. Und hier? Das ist eine Gabel. Gabel, wie mache ich? Ja, da kann man machen, wie wenn man die Spaghetti essen würde, ne? Ups, da kannst du auf den Boden fallen lassen. Nein, ich nicht. Ich will nur hoch. Ui, cool. Was ist das? Schokolade? Du musst Nachtisch machen. Du machst jetzt einen Nachtisch? Ja. Was machst du denn für einen Nachtisch? Kuchen dran. Kuchen? Ja. Was gibt das? Soße. Soße, okay. So machen? Cool. Cool? Cool. Toll. Nein, toll. Toll, okay. Voll easy. Und, wie findest du dieses Spielset? Schön. Schön? Und weiter. Und weiter? Na, spiel ruhig weiter. Papa, du kommst da. Will der Papa mitspielen? Nee. Nee? Nur der Papa essen. Der soll jetzt hier was essen? Okay. Und du machst das Essen hier? Ja, und dir. Ich will noch kurz sehen, ja? Okay, spielst du weiter? Ja. Sind wir zufrieden damit? Ja. Brauchst du diese Nudelmaschine oder spielst du so alleine mit der Knete? Alleine. Ohne die Nudelmaschine. Und ohne die Pressen. Mama, ich kann sagen. Ja, okay. Sagen wir noch Tschüss? Ja, Tschüss. Tschüss.